Vous les hommes êtes tous les mêmes. Macho Mechu, bande de mauvais est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Surtout aux prochaines règles. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est un. Gut angekommen. Man kann. Ja, wir, nachdem wir eingecheckt haben im Hotel, sind wir gleich aufs Zimmer und sind gleich schlafen gegangen, weil wir am Vortag seit 10 Uhr unterwegs waren. Wir waren den ganzen Tag in Wien, haben die Nacht dann durchgemacht, waren dann am Flughafen und sind dann am nächsten Tag um 7, 8 Uhr mit dem Flugzeug gestartet, sind dann 1,5 Stunden oder so geflogen und ja, dann mit dem Gepäck die ganze Zeit hin und her, dann vom Flughafen mit dem Bus und dann von der Station zu der Station und dann zum Zug, also ja, die ganze Stadt, dann das Gepäck rumschleifen war nicht so geil, aber ja. Dann haben wir 3 Stunden geschlafen. Jetzt fühle ich mich eh schon besser. Und wir werden jetzt noch was einkaufen gehen, was essen, ein bisschen noch mehr Energie zu tanken. Und dann werde ich eine geile Roomtour machen. So Leute, ich habe extra was Krasses für euch vorbereitet für dieses Video, für diesen Urlaubsvlog. Schaut euch mal das an. Boom. Eine GoPro mitgenommen. Von wem habe ich die, beziehungsweise von wo habe ich die? Ein Kollege vom Fitnessstudio, Peter, wenn du das siehst. Liebe Grüße an dich. Danke, dass du sie mir für dieses Video ausgeliehen hast. Sehr korrekt von dir. Und ja, ich werde die Roomtour eh jetzt mit der GoPro abfilmen. Und bin dann gespannt, wenn ich das Video dann schneide, ob man wirklich einen krassen Qualitätsunterschied dann sieht. Und ja. Lasst uns nicht mehr so lange reden und lasst die Roomtour starten. So. Leute, gib mir mal die Kamera. Ich zeige euch mal das Zimmer. So, das ist es. Einfach. Zweistöckig. Ich war geschockt, wo ich reingekommen bin. Wir haben das nicht gesehen, dass das zweistöckig war. Also wir haben nur die Betten gesehen, gell? Mhm. Also wo wir geschaut haben für dann das Zimmer. Und ja, ich führe euch einfach mal ein bisschen rum. So, hier haben wir einfach eine Couch. Genau. Machen wir einfach das Licht mal überall an. Und hier haben wir so ein chilligen Sessel. Hier haben wir schon den Einkauf fertig gemacht. So einfach, aber ganz normalen Fernseher, nichts Besonderes. Und dann sind wir hier schon angekommen an der Toilette. Genau, irgendwie so komische Schüssel, die eher so rundlich ist. Du hast eh schon davor, warst da auf dem Klo, gell? Und du hast gesagt, dass ein bisschen komisch ist zum Sitzen, oder? Aber egal, funktioniert schon. Reinscheißen musst du so und so, es bleibt sowieso gleich. Also von dem her. Das wird rausgeschnitten.
Das wird sowas im Video bleiben. Ja, so ein kleiner Spiegel. Einfach. Aber die Waschbecken sind ein bisschen klein. Das ist halt ein bisschen der Scheiß. Genau. So, da haben wir hier unseren Kleiderschrank. Nicht jetzt übertrieben groß. Natürlich dieses kleine Areal hier nur für mich. Und dann der Rest da gehört nur der Frau natürlich. Und dann hier haben wir eigenen Kühlschrank. Da haben wir schon den aufgefüllt mit ein paar Getränken und Snacks. Genau, lasst uns jetzt in den zweiten Stock hinaufgehen. Leute, schaut euch den Boden an. Einfach durchsichtig. Ich habe mir gedacht, was ist da los? Komplett geil. Und da auch noch so ein Fernseher. Chilliges Bett. Es ist ein Boxspringbett, oder? Also richtig groß. Kann man viel damit anstellen. Ihr wisst Bescheid. Genau. Und hier habe ich einfach so einen kleinen Schrank, wo ich meine persönlichen Sachen dann einfach drinnen habe. Genau. Und dann sind wir schon angekommen im Badezimmer. Ein Riesenbad, das gefällt mir extrem. Und dann diese Dusche ist richtig, richtig geil. Einfach so mit so einem Regenwasseraufsatz ist das. Genau, kannst du so mit einem normalen Duschkopf auch duschen. Und ja, aber das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist halt, die Keramik ist schön beim Waschtisch, aber es ist halt, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera erkennt, aber es ist halt übertrieben klein und ja, stört halt ein bisschen, aber egal. Also trotzdem würde ich dem Zimmer eine 10 von 10 geben. Also mir persönlich gefällt es richtig und dann schauen wir, was wir heute noch machen werden. Ich glaube, heute werden wir nicht mehr so viel machen. Einfach rausgehen in die Stadt und was essen. Schauen, wo die ganzen Spots sind am Meer, im Zentrum. Und ja, dann werden wir uns wahrscheinlich am Tag 2 dann sehen. So, am nächsten Tag angekommen. Bin schon hier, meinen Haferflocken am Essen. Ist einfach Banane drin. Bisschen Proteinpulver, natürlich im Urlaub werden die Proteins auch gesaved. Und ja, es ist gerade 2, 3 Uhr nachmittags und wir werden heute nur am Strand sein, genießen das Meer und werden uns gut sonnen lassen. Ey Leute, ich liebe das Meer. Gönn mir hier die Sonne, die frische Luft, das Meersalz. Das ist das Beste, was du für den Körper und den Geist machen kannst eigentlich. Das ist generell auch super für Hautunreinheiten, Schürfwunden oder wenn ihr verletzt seid, dass einfach der Körper schneller heilt. Und es ist auch sehr beruhigend und entspannend, auch wenn ihr viel Stress im Alltag habt oder, keine Ahnung, Depressionen und so weiter. Nehmt euch mal eine Auszeit, geht 7 bis 10 Tage einfach ans Meer und euch wird so viel besser gehen. Bei dem Strand, wo wir gerade waren, waren sozusagen die Normalsterblichen. Da kannst du einfach so reingehen, gratis. Und hier um der Côte d'Azur ist alles voll mit solchen Beachclubs, wo die ganzen richen Leute dann hingehen.
da kostet teilweise eine Liege, wenn du da einfach nur liegen willst, ohne Getränke, nichts, kein Essen, da bewegst du dich beim Bereich, also die billigste Liege ist 50 Euro den ganzen Tag und bis zu 250 Euro geht das rauf, also die sind crazy hier mit den Preisen. Einfach Panzer fahren hier durch, was ist hier los, Mann? Hier ist dieses berühmte Carlton Hotel. Schaut euch das an, was für Autos da parken. Krank. In Cannes sind ja jedes Jahr so eine Art Filmfestspiele und da kommen halt jedes Jahr einfach Regisseure, Schauspieler und stellen halt ihre neuen Filme vor. Und in dem Hotel kommen die halt alle, um zu schlafen. Würde mich interessieren, wie die Preise da drin ausschauen, also. So, wir sind jetzt am Pool angekommen. Wir waren davor schon in der Früh am Meer. Und jetzt entspannen wir einfach so eine Stunde beim Pool, haben uns hier beim Markt Früchte geholt. Wenn wir jetzt hingehen, wir kaufen uns immer beim Markt oder im Supermarkt so das ganze Essen und die Getränke, weil wenn du bei Restaurants so kaufst, das ist zu teuer. Und ja, hier in Cannes war jetzt die letzten 3 Tage, also kurzes Update, wir sind schon am dritten Tag jetzt gerade angekommen und es war immer 35 Grad, Sonne, war nichts zum Aussetzen, aber jetzt beim Wetterbericht habe ich gesehen, dass die nächsten Tage jetzt ein bisschen Regen kommt und ein Gewitter. Ich hoffe nicht, dass das über den ganzen Tag dann schlechtes Wetter ist, weil das wäre am Meer natürlich richtiger Abfuck, aber ja. So, hier in Cannes bin ich viel unterwegs, sammle so 5.000 bis 10.000 Schritte sicher am Tag und dazu werde ich jetzt jeden Tag generell immer eine halbe Stunde dazu laufen und da habe ich auch mein Cardio dann drin und kann mir dann auch mehr Essen erlauben, Eis oder generell Burger, Pizza, weil an Urlauben, dann gönne ich mir was Essen angeht schon was und ja, dann werde ich auch nicht so viel Fett und Wasser ziehen diese Woche. Einfach unnötig, wenn du jetzt eine Woche Urlaub gehst und nur Scheiße frisst. Und ja, jetzt ich filme gerade wieder mit dem Handy, weil GoPro also nimmt sehr viel Akku für einen kleinen Zeitraum. Und ja, die ist gerade am Laden. So, ich bin gerade mit meinem Cardio fertig geworden. Ey, das ist so krank hier. Ich fühle mich wie bei so einem 80s Edit, wie Arnold Schwarzenegger, der in Venice, California so durchgerannt ist am Strand. Besser geht's nicht, das ist wirklich mein Traum und irgendwann werde ich das auch so schaffen, dass ich das 365 Tage im Jahr machen kann. Du laufst halt komplett shredded, aesthetic durch. Jeder schaut dich an, als ob du so ein Alien bist. Das ist einfach unbeschreiblich hier. Beim Starbucks. Ich habe so einen Ice Brown Sugar Shake in Espresso bestellt. Der Kaffee hat 250 Milligramm Koffein, also richtig geil. In dem Urlaub bin ich sowieso die ganze Zeit auf 500 Milligramm Koffein, weil ohne geht nicht, weil ich bin nur auf 6-7 Stunden Schlaf, weil wir stehen extra immer früher auf, um halt, dass wir mehr vom Tag haben. Und ja, dazu tue ich noch Vanilla Sugar Free Syrup rein, statt den Brown Sugar, also könnt ihr mal ausprobieren, das ist ein richtig geiles Pre-Workout. Wir sind jetzt gerade unterwegs, holen uns noch von dem Libanesen
das Essen, weil dort sind die Portionen richtig groß und billig, genauso wie ich es haben will. Und ja, weil wenn du beim Restaurant oder schön essen gehst und dir große Portionen bestellen willst, dann zahlst du schon 80 bis 100 Euro für zwei Personen. Also das kannst du vielleicht einmal machen, aber nicht öfter. Wir sind ja gerade am Hafen angekommen. Da sind lauter kranke Yachten. Also hier sind die ganzen reichen Leute unterwegs. Hier bei so einem abgelegenen Strand angekommen und ja, chillen uns mal dorthin. Also ein bisschen weniger Leute als wie normal. Und so mal gesehen, hier oben ist dann so ein Calisthenics Park. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht so laut. Ich hoffe, man hört mich. Ich habe da jetzt dazu noch dieses Meal, so ein Chicken Salat vom libanesischen Meister. Der Ehrenmann hat mir da so Wraps dazu getan. Also es wäre eigentlich nicht mal auf dem Menü gewesen. Und ja, das wird sich jetzt reingefetzt. Und genieße hier natürlich wie immer diese kranke Aussicht mit den Bergen. Und hier schon, man merkt, es ist ein bisschen wolkiger geworden. Also es wird wie ich davor gesagt habe, dann morgen stürmisch werden. Man sieht schon, die Wellen werden größer und ich weiß eh noch von früher, wo ich Kind war, ich habe das geliebt am Meer mit so richtig großen Wellen und da hast du richtig Spaß und da haut es dich überall hin. Also da wird es jetzt richtig geil. So, wir sind hier jetzt gerade am Strand. Die Sonne ist schon untergegangen. Haben hier so ein kleines Stranddate, haben lauter schöne Sachen zum Snacken, lassen den Abend einfach gut ausklingen und genießen es. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. So, wir sind jetzt am nächsten Morgen angekommen. Ich bin einfach komplett krank geworden. Ich glaube, man hört sehr an meiner Stimme. Jetzt vom Wetter her hat es auch nur, warte, ganz kurz, so 22 Grad, ganzen Tag Regenschauer und morgen soll es auch so sein, am Dienstag 50%. Ja, am Dienstag sind wir ja dann am Abend wieder weg, also werden wir nicht mehr so oft die Sonne sehen. Schade. Natürlich muss es genau zu der Zeit passieren, wo wir im Urlaub sind, aber ja, was soll es machen, das kann man nicht planen. Es ist einfach so und wir werden sehen, was wir noch so machen können und ja. So, ich habe mir jetzt von der Stadt hier so eine Healthy Bowl genommen, so mit Chicken Rice, Avocado, genau, lauter Greens, Nüsse auch drin, also alles, was man braucht, um wieder gesund zu werden. Und jetzt dadurch, dass heute haben wir jetzt geschaut, was können wir machen. Schwierig, sei es Sehenswürdigkeiten, haben wir nichts so Spezielles gefunden. Dann haben wir uns einfach überlegt, heute machen wir so einen kleinen Cheat Day, um einfach jetzt nicht den ganzen Tag in der Hotelzimmer zu chillen und einfach sich das zu gönnen, was man normalerweise nicht isst. So Leute, wir gehen jetzt in die Stadt. Gehen dort was Schickes essen
Das ist das Outfit des Abends. Genau, full white und da einfach so ein Hemd mit so einem blauen Touch. Bisschen Schmuck. Einfach schick anziehen. Und dort werden wir einfach ein paar Fotos für Insta machen. Wenn ihr da mich noch nicht abonniert habt oder auf TikTok, ich werde den Link unten in der Bio drin lassen. Schaut da einfach vorbei, bin dort auch sehr aktiv und ja. Wir sind gerade essen hier, in irgend so ein Irish Pub, komplett random in Frankreich. Komplett also, overdressed. Ja, wirklich komplett overdressed, jeder ist hier normal angezogen. Hier läuft im Hintergrund auch auf die ganzen Fernseher komplett Rugby hier bei der Bar, aber hier sind auch extrem viele Leute, sitzen auch hier draußen und essen hier. Und ich glaube, hier ist das Essen auch extrem gut, weil hier sind ohne Grund, glaube ich, viele Leute. Und deswegen bin ich gespannt. Der Kellner hat mir davor so eine irische Mahlzeit empfohlen. Und bin gespannt, wie viel das ist. Und hier die Preise sind auch dementsprechend nicht so teuer. Ich glaube, deswegen sind auch viele Leute hier. Also man muss dazu sagen, dass wir voressen die teuren Restaurants. Wir gehen als erster sozusagen uns hier satt essen bei den billigeren Restaurants. Und dann bei den teuren Restaurants kaufen wir so Kleinigkeiten und dann passen wir uns unter dem Volk so an mit diesen Outfits. Ne? So Leute, Geschmackstest, irisches Gericht, Guinness Beef Cake, schau mal wie das schmeckt. Scheiße. Ja, ist ganz okay, das ist eigentlich nur nur wirklich reines Rindfleisch ohne viel Gewürze oder Soßen. Also schmeckt eher trocken. Ja, also der Kellner hat es übertrieben gehypt, dass es ein 10 von 10 ist. Gibt es eine 4 von 10, mehr nicht. Verpiss dich mal mit dem Scheiß. So, wir sind da gerade in so einem Eisladen angekommen. Da draußen ist so ein Schild, wo drauf steht Number One Gelato. Also da steht draußen Number One Gelato in Italy. Also das ist so, kann man das sagen, so offiziell gerated als Nummer 1. Und man merkt schon, dieses Eis ist richtig cremig, also es ist nicht so wie normales Eis, das bis fest ist, es ist richtig cremig. Und ich habe da ein paar Toppings drauf, also Nutella, Pistazie und Sahne. Also ich gebe dem Ganzen wirklich, kann man schon sagen, 10 von 10. Oder was hast du bei dir? Coconut Sahne. Coconut, oder? Coconut. Also nur Kokosnuss ohne Toppings, gar nichts. Okay. Und was gibst du für ein Rating? Das ist eine 8 von 10, das ist eine 10 von 10. Ja, voll. Lass mal probieren. Mhm. Das ist auch extrem geil. Ja. Ja, aber das ist noch ein bisschen besser. Es ist gerade 12 Uhr. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich bin schon komplett fertig. Also ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schnupfen. Also ich glaube, diese Klimaanlage in unserem Zimmer hat uns komplett gefickt. Ihr seht in der Stadt, alle sind noch hier. Lauter Eisladen. Und die Restaurants sowieso da in der Nähe vom Meer, zu teuer. Es hat jetzt ein bisschen abgefuckt. Aber ja, was soll man denn machen? Abend hätte besser laufen können. Aber vielleicht nächster Abend oder übermorgen wird es besser. Wir bleiben gefühlt bei jedem Store stehen und müssen reingehen. Also hier ist für jede Frau, also wirklich Himmel auf Erden, weil
Hier ist sowieso alles voll mit jeder Designermarke, was du kennst, und Parfümerien. Und generell, du kannst hier alles einkaufen, was Kleidung und so weiter angeht. Das ist komplett krank. Leute, wenn ihr auf Urlaub geht, geht in solchen abgelegenen Gassen essen. Schaut euch das Essen an. Und das kostet auch nicht mal so viel. Ey, das schaut so gut aus. Das, glaube ich, wird das beste Essen, was wir jetzt bisher jetzt gegessen haben, weil zurzeit war alles sehr enttäuschend, aber ich glaube, das rettet es. Oder? Mhm. Also von den Läden her, entweder es ist übertrieben teuer oder es ist übertrieben Trash. Also es gibt... es gibt nichts dazwischen. Ja, es gibt halt dieses Mittelding nicht, das ist halt scheiße. Ich mal die Läden so. So, hier sind wir gerade in der Gasse, wo es halt, ja, halt ein bisschen billiger ist, ne? Einfach ganz normale Läden. Und dann können wir dann am nächsten Tag dann schauen in die teuren Lokale. Gefühlt jede Frau hier hat aufgespritzte Lippen, die gehen alle so durch, so Gigachat-mäßig. Und jede Seite hat einen BBL. Ja, yeah, so wirklich so BBW Pornostar-Arsch, das ist doch nicht normal hier, ey. So, heute den ganzen Tag einkaufen, beziehungsweise die Frau geht einkaufen. Und ich habe sowieso mein ganzes Geld schon für Essen verprasselt. Aber die ganzen Stores hier, die schauen so krank aus. Und hier sind auch richtig geile Pieces. Also wenn du geil einkaufen willst, wenn du viel Geld hast, dann hier ist ein kranker Ort. Also sowieso jede Marke, die du dir vorstellen kannst, ist alles in der Straße drin. So, hier ist schon am ganzen Tag am Regnen. Wir haben jetzt einen Regenschirm hier gekauft für 20 Euro. Hier die ganzen Geschäfte sind auch richtig oldschool gehalten. Und ganz so alte Bilder von krassen Schauspielern. Richtig krass. Die ganzen Männerparfüms kosten ja 100 bis 200 Euro. Ich habe eines von Bruno Banani, kostet 15 Euro, riecht besser als wie der Scheiß. Hier ist so ein richtig geiles Wandgemälde, ich glaube eh wegen die Filmfestspiele. Und jetzt hier, wir gehen rauf auf die Aussichtsplattform, schauen uns das an, wie das da oben ausschaut, und dann sehen wir uns oben. Wir sind gerade raufgegangen. Ich gehe die ganze Zeit mit meinem Regenschirm so wie ein Stock, wie so ein alter Mann. Und davor 20 Euro für den Scheiß ausgegeben, ist in sich auseinandergefallen. Ja, und wenn es jetzt zum Regnen anfängt, sind wir am Arsch. Oder beziehungsweise ich gehe dann einfach so rum, ist egal, scheiß drauf. So, mit dem Stock, das ist mein Style heute. Auf 50s, 60s angelehnt. Danke für den Regenschirmverkäufer, für gar nichts. Aber so ist es halt, einfach improvisieren und Qualität gute Laune verbreiten. 10 von 10. Gerade unten angekommen, haben gerade diese Statue entdeckt, richtig schön. Da haben wir die ganzen Flaggen, Großbritannien, Amerika, Frankreich, Kanada. Ich glaube, da steht das Jahr 1939 bis 45, 1914 bis 1918. Das heißt, das ist vom Ersten und Zweiten Weltkrieg so einfach ein Denkmal, ja, von den Gefallenen. Und ich habe da auch auf so einem Stein gelesen, Resistance, also so die Resistance Movement, die ganzen Namen, die da dabei waren. Richtig, richtig schön hier. Und davor einfach, man denkt so, ist so ein Kongresssaal, ist aber eigentlich ein Hotel. Hier überall die Flaggen, Palmen,
und dann davor der Hafen, wo die ganzen Boote ansetzen. So, jetzt sind wir hier an so einem Stand angekommen. Hier gibt es dann Krebs, natürlich, wenn wir in Frankreich sind, müssen wir Krebs probieren. Geschmackstest. Der hat die Krebs vor mir frisch zubereitet. Bin gespannt. Ich habe sie jetzt 5 Minuten abkühlen lassen. Und jetzt mit den ersten Bissen. Ja. Ist gut. Hätte mir mehr erwartet, für das Frankreich ist, aber ist sehr gut. 8,5 von 10. Wir waren gerade essen und jetzt habe ich bemerkt, dass meine Sonnenbrille nicht mehr bei mir ist. Wir haben gerade alle Taschen durchgeschaut. Ich habe sie einfach irgendwo liegen gelassen. Es ist jetzt schon das zweite Mal passiert, dass ich meine Sonnenbrille irgendwo liegen gelassen habe. Jetzt gehen wir alle Plätze durch, wo wir waren. Und ja, jetzt bin ich noch mehr abgefuckt als wie eh schon. Und dann passiert noch sowas dazu. Also, ja, ich habe keine Worte mehr. Also, ich hoffe, ich finde es einfach und wenn nicht, dann scheiß drauf. Ich habe eine neue gefunden. Hier kosten die nur 12 Euro alle. Was sagt ihr? Neue Sonnenbrille? Das passt gut zum Style, oder? Hier in der Innenstadt ist so ein Markt. Da kannst du dir gefühlt Kleidung, Sonnenbrille, alles holen, was du willst. Essen gibt es auch hier. Hier ist alles fake, aber egal. Hier gibt es überall auch so frische Früchte, werden uns jetzt ein paar mitnehmen für den Strand am letzten Tag noch. Auch Gemüse, also, und auch von den Preisen her, hier ist es wirklich super, viel besser hier einzukaufen als wie vom Supermarkt. Die machen hier einen riesen Fischkopf, schneiden den da vor uns. Brutal. Alles frisch hier. Ja, hätten wir eigene Küche gehabt oder so eigene Wohnung, hätten wir nur hier eingekauft und hätten nur selber Essen gemacht. Ohne Scheiß, hier wäre brutal gewesen. Die Mitarbeiter sind so korrekt hier. Die schneiden extra die Wassermelone für uns, dass wir die dann in so Teile dann im Beach dann essen können. Also ist wirklich super hier. Die Leute hier sind richtig nett. Und ja. Madame, Monsieur. Merci. Merci beaucoup. Have a nice day. Dankeschön. Au revoir. Ciao. Tschüss. So, wir sind jetzt am Ende vom Video angekommen. Ich werde jetzt einfach noch die letzten 3-4 Stunden sind wir noch hier, werden wir beim Meer chillen. Ich hätte jetzt so Bock hier bei diesem Calisthenics Park mich einfach aufzupumpen, Klimmzüge zu machen, Dips, aber leider ist es nicht möglich, weil wenn du krank bist, dann musst du dich einfach zurückhalten, weil dann ist es nur kontraproduktiv. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video. Auch wenn scheiß Wetter war und an den Tagen konnte ich nicht so viel filmen, weil wir haben generell nichts Besonderes da gemacht. Und Posing-Footage habe ich noch sammeln können. Das werde ich noch laufen lassen. Und ja, generell. Dann, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video.